Also ich begrüße euch und möchte als erstes den Versammlungsbescheid vorlesen. Also je angefangene 20 Teilnehmer ist ein Ordner einzusetzen, den Hammer. Und während der Versammlung ist Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden der Versammlung zu anderen Personen von 1,5 Meter einzuhalten, nach Paragraph 2 Absatz 2 der Corona-Verordnung. Während der Versammlung gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes, der die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt. Dies gilt nicht für Personen, die von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Ziffer 2b der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schwäbisch Hall vom 24.03. zur Anordnung einer Maskenpflicht in Schwäbisch Hall befreit sind. Die Zugangsbereiche müssen wir freilassen, aber das machen wir ja sowieso. Und ja, so viel zu diesem Bescheid. Wow, wunderbar. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und freue mich auf alle von euch. Selbstverständlich möchte ich auch die Pflegekräfte begrüßen, die heute die Gegendemo ausrichten, von denen wir allen Respekt haben. Zu Querdenken möchte ich sagen, wir sind Demokraten, wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus, menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat. Die Ideen und die Ideale von Querdenken sind, wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren und verweigern jegwede Vorurteilung. Wir eröffnen einen freien und demokratischen Debattenraum. Wir stehen für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist der Debattenraum, in dem wir uns bewegen. Die Querdenker-Demos sind keine Anti-Corona-Demos, sondern Demos für die Wiederherstellung unserer Grundrechte, da wir die Maßnahmen der Regierung unter wissenschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten für vollkommen unangemessen halten. Dann füge noch ein paar Worte von Michael Baldeck dazu. Die Zukunft gehört den Menschen, die ihrem Herzen folgen, egal was die Kritiker sagen. Denn es sind die Außenseiter, die die Welt verändert haben und die einen echten und bleibenden Unterschied machen. Weil wir uns am Anfang der K-Woche befinden, habe ich als Thema für heute Sterben und Tod gewählt. Das ist übrigens ein Thema, das mir schon ganz lang auf dem Herzen liegt und ich habe gedacht, in der Karwoche passt es dann, ja? Dieses Thema ist gerade deshalb so präsent, weil uns permanent Angst gemacht wird. Angst ist da vor Zwang und Entmündigung, vor Strafen, vor Ausgrenzung und Verurteilung, auch Angst vor der Krankheit, vor dem Sterben, dem eigenen und dem unseren Liebsten. Beim Thema Corona mit all seinen Ängsten vor dem Tod habe ich mich immer wieder gefragt, warum beschäftigen wir uns nicht viel mehr mit dem Tod? Die Drohung, dass man daran sterben könnte, hat den normalen Menschenverstand ausgehebelt, bei vielen bis heute. Ist der Tod wirklich das Allerschlimmste? Wir können uns wegen Corona auch zu Tode schützen, gewiss. Jeder Corona-Tote ist schlimm, das möchte ich nicht verharmlosen. Aber schauen wir uns die Tafel an. Ich habe eine Tafel mitgebracht und da sieht man die Gesamtzahl der Toten. Oh ja, danke.
Und diese rote Strich, das sind die Corona-Opfer. Und wegen denen betreiben wir so ein Affentheater. Da kriege ich Schirz viel. Also das steht in keinem Verhältnis. Guck mal, Herz, Kreislauf, Verdauung, Atmung, Krebs, 65% an Krebs. Und wir machen uns wegen 0,7% am Tag sterben in Deutschland 2500 Menschen. Also wenn man sich die Relation mal anguckt, dann finde ich, dann springt es ins Auge. Und dann hat Martina ein Schild gemacht, tödlicher Lockdown, 150.000 Tote mehr durch die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Das sind überhaupt nicht Corona-Tote, das sind Tote durch die Maßnahmen. In Afrika verhungern Kinder. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir stehen da in Schwäbisch Hall in unserer kleinen Blase. Und in Afrika verhungern Kinder deswegen. Und es passiert so viel Übles auf der Welt wegen diesen Maßnahmen. Das geht überhaupt nicht. Ja. Also die Martina sagt, es liegt auch daran, weil die Medikamente in Afrika nicht mehr ankommen. Und dann frage ich mich, wenn ich die Tafel zähle, die jetzt Hildegard gerade hochgehoben hat, wo bleibt das Verbot für Fast Food? Warum werden so viele Medikamente verordnet, die oft in die Abhängigkeit führen und unsere Gesundheit schädigen? Das sind alles die anderen. Warum gibt es im zwangsfinanzierten Fernsehen keine gesundheitsfördernde Aufklärung? Warum keine Anregungen für eine Lebensweise im Einklang mit der Natur? Ja, das ist kalt. Rauchen, genau. Alkohol. Da könnte man noch ganz viele Themen aufzählen. Das gibt viel mehr Todesopfer. Autofahren hat auch mehr Todesopfer und wir sitzen jeden Tag in die Kiste, ja? Also ich möchte einfach mal sagen, wir sterben alle einmal. Ausnahmslos alle. Da können wir noch 3 Masken übereinander setzen. Man wird nicht das ewige Leben haben. Warum sollten wir schon Jahre vor dem Tod innerlich sterben? Dass man Menschen mit dieser künstlich gesteuerten Todesangst sogar lenken und schikanieren kann, hat mich doch mehr als gewundert. Diese Steuerung ist bei mir ausgefallen, beziehungsweise ist in eine andere Richtung gegangen. Ich möchte vorausschicken, für mich ist die Wiedergeburt selbstverständlich. Deshalb würde ich den Tod auch lieber Geistgeburt nennen. Dann kriegt das eine ganz andere Dimension, gell? Dann ist das nicht so abgeschnitten. Das Thema Sterben beschäftigt mich seit vielen Jahrzehnten auf verschiedene Weise. Ich war dem Tod nicht nur einmal nahe. Dabei musste ich immer erfahren, wenn er sich nähert, ist man gut begleitet. Das ist die erste Botschaft, die ich weitergeben kann. Die zweite ist die, wenn die Zeit zum Sterben nicht reif ist, geht es in eine andere Richtung. Was bleibt, ist ein großes Vertrauen, das beruhigt. Und ob wir sterben oder nicht, liegt in unseren Händen der Engel. Das liegt nicht in der Menschenhand. Auch das müssen wir uns klar machen. Und jetzt möchte ich was von mir persönlich erzählen. Das ist natürlich jetzt heute heiße Geschichte, aber ich mache es trotzdem. Vor 10 Jahren hatte ich verschiedene Erlebnisse, auch genau im März vor 10 Jahren. Die haben mich emotional fast überfordert. Das fing ganz simpel an. Damals stand die Abschlussarbeit meiner Filzausbildung an und ich hatte mir zum Thema gewählt, Körperhüllen von der Wiege bis zur Bahre.
Da war natürlich das Totenkleid dabei. Und ich wusste schon im Januar, dass ich mir die Karwoche dafür freihalten werde, aber die Hauptarbeit wird am Karfreitag sein. Und dann kam der März, also ich muss dazu sagen, damals war Karfreitag im April. Und dann kam der März und ich wurde mit so viel Tod konfrontiert, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Erst hat meine Tochter in der 21. Woche ihr Kind verloren. Eine Tante ist gestorben, dann mein Vater und am Ende meine Schwiegermutter. Alle innerhalb von 4 Wochen. Dass das emotional schwer war, könnt ihr bestimmt verstehen. Da hatte ich so viel erlebt, es mussten so viele Entscheidungen getroffen werden auf allen Ebenen. Und es gab sehr viel zu verarbeiten. Dass dann die Arbeit mit dem Totenhemd kam, war wie ein Geschenk. Darauf habe ich mich gefreut. Vieles von dem, was ich heute erlebt hatte, konnte ich in diesem Tun verarbeiten. Und heute weiß ich, das war das Beste, was ich jemals tun konnte. Und ich musste zu dieser Arbeit was Schriftliches schreiben und einen Auszug davon lasse ich euch da teilhaben. Also ich habe das Thema Geistgeburt genannt. Immer mehr weitet die Seele ihre Flügel und richtet den Blick in das Jenseits, die Geistheimat, aus der jeder Mensch einmal ins irdische Leben getreten ist. Schließlich folgt der letzte Akt des Sterbens und die große Geistgeburt, die wir Tod nennen. Die Beschäftigung mit dem Totenhemd und die dazugehörige Auseinandersetzung mit dem Tod war für mich ein spannender Prozess, der mit dieser Arbeit einmal mehr angestoßen wurde. Und ich glaube, der endet bei mir auch nicht mehr. Ja. Das Thema Tod gehört für mich mehr und mehr mitten ins Leben. In jedem Moment können wir ihn unverhofft begegnen. Da ist es gut, wenn wir darauf vorbereitet sind. Das Herantasten, wie ich mir dein Totenkleid vorstelle, welche Symbolsprache im Totenkleid enthalten ist, wie würde ich es mir wünschen, was bedeutet es für mich, gibt es das individuelle Totenkleid, welche Farbe, aus welchem Material soll es sein? Mit diesen Fragen habe ich mich lange beschäftigt, denn da gilt es gut hinzufühlen. Bei der Farbe habe ich mich eindeutig für Weiß entschieden. Weiß steht für Reinheit und Weisheit. Sie soll auf die Seele reinigend wirken. Damit wird deutlich, die irdische Kleidung ist abgelegt, ein Weg in andere Seinsbereiche beginnt. Beim Material habe ich Leinen als Grundlage gewählt, eine pflanzliche heimische Faser, und mit Wolle habe ich Spiralen aufgefilzt. Und dann, während der Arbeit, kam mir das Bild vom Sterntaler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war von allerfeinsten Linnen. Da sammelte er seine Taler hinein. Ja, wenn wir unsere Aufgaben mit Herzenswärme erfüllt haben, bekommen wir es geschenkt. Welch wunderbares Bild, dies hat mich bei der Arbeit begleitet. Wir weben unser Schicksalskleid im Laufe des Lebens mit unseren Taten. Und jede Lebensreise gibt ein individuelles Webmuster. Und so gab es noch verschiedene Aspekte, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Aber ich habe eine wichtige Erkenntnis gewonnen und das möchte ich jetzt noch vortragen. Und zwar, also das, ja, in dem Prozess war mir das dann irgendwann ganz klar, sobald man den Tod als Freund angenommen hat, fällt die Angst von einem ab. Angst vor einer schlimmen Krankheit, Angst vor was auch immer. So dass man zum Beispiel nicht zur Geißel unserer standardisierten, menschenverachtenden Medizin wird. Das ist was, vor dem ich ganz große Angst habe. Ja, das weiß ich.
Das betrifft jetzt nicht euch. Wie asozial kann man sein, wenn man über den Tod spricht und dann eine Gegendemonstration und klatscht? Wie asozial. Auf diesem Weg darf man hoffen, dass einem verständnisvolle Menschen nahestehen und einen liebevoll und respektvoll begleiten, was im Moment ja fast verunmöglicht wird. Und dann kam das, und es passt jetzt so zur heutigen Zeit auch, dass man sich auch in Ausnahmesituationen nicht unterdrücken lässt, sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnimmt. Hat sich die Angst in Vertrauen verwandelt, dann beginnt unsere eigentliche Freiheit. Alter, die gute Frau spricht über den Tod. Kannst du mal geschwind aufhören? Die gute Frau spricht darüber, bitte, dass angeblich diese Leute nur wegen irgendetwas sorgen. Ich rede hier über den Tod und ihr macht so einen Scheiß. Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch alle! Ich hätte so viel Verständnis für euch, weil ihr seid auch in einer Scheißsituation. Okay, ich trage jetzt noch ein Gedicht vor. Ja, das sagt wirklich alles her. Aber solche asoziale Menschen, hey, ganz ehrlich. Ich bin nicht ich. Ich bin jener, der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke, den ich oft besuche und den ich oft vergesse. Jener, der still schweigt, wenn ich spreche, der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse, der umherschweift, wo ich nicht bin, der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe. Danke! Was ich jetzt vielleicht noch so anregen möchte, um nichts kümmern wir uns so wenig wie um unseren eigenen Tod. Das überlassen wir einfach unseren Kindern oder Angehörigen. Sie haben einmal den Schmerz unseres Verlustes, und in diesem Schmerz sollen sie entscheiden, wie wir uns unseren letzten Weg gewünscht hätten. Wir bereiten uns auf eine Geburt vor, da wird alles hergerichtet, geplant, wo die Geburt sein soll. Man schaut sich sogar verschiedene Kliniken an, um das freudige Ereignis genießen zu können. Und genauso ist es auf der anderen Seite, aber dafür bereiten wir in der Regel nichts vor. Gewiss ist das auch zeitlich nicht so planbar, aber Grundlegendes wird sich trotzdem nicht ändern. Und wie wäre es, wenn wir uns in dieser Woche wenigstens einmal mit diesen Wünschen beschäftigen? Und denkt daran, es ist nicht der Tod, es ist die Geistgeburt. Wie möchte ich auf meinem letzten Weg durch medizinische Hilfe begleitet werden, so nett? Möchte ich zu Hause aufgebahrt werden? Oder eine Erdbestattung, Feuerbestattung? Oft wissen das Angehörige auch nicht, was sich die verschiedene Wünsche gewünscht hättet. Und eben möchte ein Sterbehemd oder eine persönliche Kleidung. Wo soll die Trauerfeier stattfinden? Wo die Beisetzung? Und wenn wir uns auf diese Frage einlassen und damit beschäftigen... Feige Reinbrille, wenn alte Leute, wenn Menschen reden und eine Rede halten. Und die, soll eine und die Polizei steht da und macht gar nichts. Respekt. Weitgehend ausgespart wird. Und das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Aspekt unseres Themas, aber das könnte man auch weiterentwickeln bei Gelegenheit. Überall auf der Welt nehmen Menschen diese globale Krise zum Anlass, mutig, kreativ und beherzt Schritte in ein wahrhaftiges Miteinander zu kommen, um solidarische und lebensfreundliche Strukturen aufzubauen,
nehmen wir auch die Geistgeburt dazu. Denn hat sich die Angst in Vertrauen verwandelt, dann beginnt unsere eigentliche Freiheit. Um ehrlich zu sagen, eigentlich habe ich geplant, dass wir eine Gedenkminute machen für die Corona-Toten mit denen da drüber, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Also, ich hätte nie gedacht, dass sie so, also, nee. Nee, ich bin da nicht. Nee, das lassen wir jetzt mal. Die können nicht kommen und fragen. Ja. Also, ich möchte nur sagen, vielen Dank für den Beifall. Ich möchte daran erinnern, wir sind alle eine Menschheitsfamilie, egal welche Meinung wir hier vertreten. Und es gibt eine Zeit nach Corona und dann müssen wir uns auch wieder begegnen. Danke. Ich glaube, denn da drüber geht es überhaupt nicht über Corona. Dazu was zu sagen. Auf dem Schild steht doch alles, oder? Also ich möchte hier nichts verzwingen. Andere Leute beleidigen, sich in Gefahr bringen bei den bösen Corona-Idioten oder Covid-Idioten. Aber sie haben ja alle tolle Masken auf, die nicht vor dem Virus schützen. Ganz tolle. Toll gesagt, super. Vollidiot. Von solchen Leuten wie hier möchte ich nicht geprägt werden, die keine Achtung haben vor anderen Menschen, die anders denken. Also jetzt muss ich auch mal was sagen, also ganz komisch, Schwäbisch Haller Krankenhaus hat im Sommer noch, also bei der größten Pandemie, haben sie noch ihr Jerusalema-Tanz eingepflegt. Also ganz ehrlich, Respekt vor den Pflegekräften, aber wer da noch Zeit hat, einen Tanz einzustudieren, wow, krass. Heute habe ich wieder ins DeFi reingeguckt, 30% Auslegung auf die Intensivbetten. Ich meine, wenn ihr Land untergeht, warum wird dann das Geld nicht dafür benutzt, für euch Unterstützung zu holen? 2 Stellen sind ausgeschrieben für die Intensivstationen, 2 publische Stellen. Wir stehen vor der 3. großen Welle, was weiß ich was alles. Und das Geld wird ja für andere Sachen ausgegeben, für die Industrie, für was weiß ich was alles. Für Kurzarbeit, Daimler hat Kurzarbeit bekommen, ja, hat trotzdem Dividende ausgezahlt oder zahlt Dividende aus. Ich glaube über 700 Millionen, die genaue Zahl weiß ich nicht. Aber für euch ist kein Geld dabei, für euch Pflegekräfte Unterstützung zu holen. 2 publige Stellen auf der Intensivstation. Geht ihr Land unter, sagt mal ganz ehrlich. Aber ihr habt noch Zeit, einen Tanz einzustudieren. Auf der Divi-Seite habt ihr 30% Auslastung auf der Intensivstation. Wer lügt? Lügt die Divi? Lügt das Robert-Koch-Institut? Habt ihr Vollauslastung? Traut euch doch mal, kommt mal rüber und erzählt, wie es im Krankenhaus losgeht. Kommt doch her! Traut euch doch mal, wir hören jedem zu.
Und wenn ihr so ausgelastet seid, warum bringt ihr euch in Gefahr unterm frischen Himmel? Klar, ihr tragt alle Masken, die ja nicht vom Virus schützen. Aber warum bringt ihr euch in Gefahr bei den bösen Corona-Verschwurbeln oder was weiß ich was alles? Da steht ihr da hinten und bringt euch selber in Gefahr und uns auch. Ganz toll. Mein Gott, hier geht's doch schon lange nicht mehr um das Virus, ey, ganz ehrlich. Ihr vertretet irgendwelche blöden politischen Meinungen, da werden Nazis rausgeschrien und was weiß ich was alles. Es hat doch überhaupt gar nichts mehr damit zu tun mit einem Virus. Danke. Ja, dann kommt doch rüber und erzählt, wie es bei euch im Krankenhaus abgeht. Was sagen Sie? Blödsinn. Ja, dann kommt doch rüber und erzählt, wie es abgeht. Dann widerlegt doch meine Rede. Kommt rüber und traut euch. Na komm. Danke. Habt doch den Mut. Ihr seid einfach feig. Ganz einfach feig. Anstatt ihr eigene Demonstration mal macht und Redner stellt, scheitert der Hanna. Ihr bringt ja gar nichts zustande. Oh, doch. Wo seid ihr denn? Kommt nimm's doch Mikro. Und erzählst doch nein, mal. Nimm's Mikro, mach's doch öffentlich. Da können jetzt der Acker, die schreiben dann immer ganz schöne Berichte im HT. Das sind die größten Schwurbler hier. Doch, die sehen sie auch. Guck mal, er zeigt sich, dieser freundliche Mensch mit seiner Maske. Eigentlich müsste man daraus draufschreiben, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Lügenpresse! Warum spalten wir die Leute? Wir haben super Verständnis für die Leute. Nein, haben wir doch. Ja und, kommt jetzt jemand? Wie greifen wir denn an? Ihr Feiglinge! Ach so, wir sind aggressiv und dann werden wir verpissen euch mit solchen... Zeigt euch doch! Ich gehe aus dem Weg, ihr könnt hinstehen, ich bin 5 Meter weg. Es tut mir leid. Und ich habe auch die Schnauze voll als Verkäuferin. Ja, aber dann halt von jeder Abstand. Ist doch alles kein Problem. Ich will jeden Tag meine Arbeit leisten, aber ihr seid Ostermann. Ich mache nicht jung. Haben Sie mit den Leuten gesprochen? Da reden Sie doch hier. Da reden Sie doch mit uns. Aber hier, das und, wo bleiben wir denn? Wo ist denn der Mutige? Herr Acker, kommen Sie doch mal. Schwätzen Sie mal mit uns. Der kann bloß da auch in der Zeitung schreiben. Der spaltet dann. Wir sollen alle Masken kaufen. Genauso wie der wird. Bei 2% oder wie viel? 0,7% sterben. Ich bin hier mit dem, was ich sage. Niemand in den Rücken fallen. Ich denke, jeder, der hier ist, hat das Recht, seine persönliche Meinung zu sagen. Ich persönlich bin hier, weil ich mich ganz arg ärgere über die Einschränkungen, die da sind und ich in meinem wahren Leben, in meinem richtigen Leben keinerlei Bezug finde zu den Maßnahmen, die ich einhalten soll. Und ich habe gestern mit jemandem gesprochen aus der Pflege, der hat tatsächlich gesagt, er ist ambivalent und hat es fertig gekriegt. War nicht schwierig, ich habe ihm einfach zugehört. Er hat es fertig gekriegt, dass auch ich noch einmal drüber nachdenke und habe erfahren, dass es nicht einfach ist im Krankenhaus und dass man Angst hat, dass man irgendwann die ankommenden Kranken nicht mehr versorgen kann. So viel habe ich verstanden. Und doch war ich am Ende so weit, dass ich gedacht habe, und das hat mit dem Bild zu tun, was die Ella gezeigt hat, ist das trotz alledem noch verhältnismäßig? Oder, was der Horst gesagt hat, oder du warst, glaube ich, warum das Geld nicht, das ja in Umlauf kommt jetzt, wahnsinnig viel Geld, warum nicht so einsetzen, dass man der Lage Herr wird? Man weiß ja jetzt schon ein Jahr lang, dass wir in einer Pandemie sind. Und ansonsten wäre es mir persönlich ein Anliegen, was die Ella gesagt hat, dass man vielleicht tatsächlich ein bisschen in die Stille gehe. Und wenn ihr uns unterstützt, wäre das schön. Ansonsten kann ich euch ja gar nichts vorschreiben. Oder euch, aber ich bitte euch darum. Dankeschön. Mir wird das Wort im Mund rumgedreht und deswegen lasse ich es. Habe ich das Wort Ihnen im Mund rumgedreht? Und nämlich auch nicht gefilmt werden. Schönen Abend.